Willkommen zu einer neuen Folge von GTA 4. Wir sind hier noch in South Bowen, weil wir, oh Gott, weil wir der Jacob letzte Folge geholfen haben. So, hier ist ja perfekt erstmal ein Taxi, dann fahren wir damit. Nein, ich wollte bitte im Taxi mitfahren. Perfekt. Wie weit ist er weggeflogen? Ah, okay, der Jacob kommt dran. You and Batman got any more work you need help with? The funny thing is, you should mention that to my brother. Batman is right to what you're doing for I and I. He wants to know if you want to deliver some packages around town to some various people and things in the city. Plenty of car and that for you, you know. That sounds good. Wicked man, give me a call when you're ready for this first run. It'll be a lot of work, so call whenever, you know. So, das sind noch so Aufgaben, die wir dann später machen, wenn wir 100% hier. Dann machen wir jetzt, wenn wir mit der Story durch sind. So, jetzt geht's. Man muss anscheinend F halten. So, dann gehen wir erstmal wieder in unser Haus, weil wir ein bisschen Leben verloren. Und ja, ich weiß nicht, ob man in der nächsten Forster-Mission schießen muss, deswegen gehe ich halt einfach auf Nummer sicher. Ja, kann ich aussteigen? Perfekt. So. Dann noch einmal speichern. Ah ja, genau, hier noch eine Nachricht von Little Jacob. Was geht ab, Nico? Ich hänge gerade mit Real Batman ab. Die ultimative Dawn. Komm bei mir vorbei, easy. LG. Okay, kann man irgendwie antworten? Optionen anrufen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Speichern wir mal. So, ich habe auch hier noch meinen Tee neben mir stehen. Echt angenehm so, am Abend noch so aufzunehmen. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch. So, dann mal ab zu Forsten. Das Auto, den Sportwagen habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Aber ja, die Autos hier werden schon... Ist jetzt echt kein anderes Auto. Also die Kamera ist echt ein bisschen, ich weiß nicht, ziemlich komisch irgendwie. Dann ja, müssen wir jetzt einfach den Sportwagen hier nehmen. Den Sportwagen vor allem. Ich meine natürlich Geländewagen. Oder Pickup. Ah ja, stimmt, wir müssen ja nicht zuforsten, sondern der Tierboy an, das ist eine Mission für uns. Mal schauen, was der Grund dahinter ist. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute bedrohen. Oh. Ich dachte irgendwie, dass da eine Abkürzung ist. Anscheinend nicht. Dann einmal im Kreis fahren, das ist auch mal gut. So, da sieht man es ja schon auf der Map. Dann mal gucken, wen wir jetzt bedrohen sollen. Okay, nema problema. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, meet my girl, Natasha. Oh, my pleasure. So nice to meet you. Little delicious, a little kind. Mikhail! Hey, my brother and Nico. Good. Sit down. Have a drink. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, yeah. You can have your Alte Katrina. Come on. Not no that. Deal. Private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy.
That guy who bought the coke, but he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, get him. Are you sure? Sure. No, I am not. Right now, I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bonn. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said shut the fuck up. Please, don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play by the rules. Okay, ich weiß nicht, ob er das jetzt einfach nur so gesagt hat, aber er hat Dimitri irgendwie Bruder genannt. Also, wenn es Brüder sind, die verstehen sie ja nicht wirklich gut. Ja, warte, warte. Ah, schade. Dann nehmen wir das hier. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen... Oder nee, komm, wir behalten einfach den Pickup hier. Ist auch mal was anderes. So zum Fahren. So, und ein anderes Radio machen wir auch an. Hier, 1999 hier, oder... Ach, sag mal. So. Okay, der wird gerade nur gelabert, aber ich habe gerade eh nicht so viel Lust auf so Musik. Kann man auch ein bisschen mit euch Zuschauern reden. So, dann, diesmal müssen wir nach Bohan. Letzte Folge war es in der South Bohan. Ich kenne die Map zwar jetzt von den Namen nicht gut, aber vielleicht kennt ihr ja, dann wisst ihr, wohin es geht. So, bremsen und gut um die Kurve. Naja. Besser als sonst. Ich glaube, wir müssen wieder über die Brücke. Ja, müssen wir. Aber diesmal nach Bohan. Anscheinend ist Bohan so die ganze andere Seite hier von der Insel. So, kommen wir da durch? Nee. Müssen wir uns halt durchdrängen. So, am besten nicht die Bullen wieder. Weil hier sind aber ganz schön viele. Das macht so viel Sinn. Weißt du, wir fahren hier einfach vollkommen viel zu schnell hier rein. Bullen sagen einfach nichts. Aber es war in GTA schon immer so. So. Dann mal schauen, wir sollen den Cousin von hier Dimitri umbringen. Ich finde Dimitri nicht so gut, aber ich glaube, wir können das eh nicht entscheiden hier jetzt wirklich. Bin mir nicht sicher, vielleicht ist das auch eine Mission, wo man sich entscheiden kann. Das Auto will ich, das Cabrio. Okay. Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Okay. So. Boah, der fährt sich sicher voll geil. Ja, tut er. Boah, geil. Geiles Auto. Warte, ich muss gleich mal... Entschuldigung, wirklich sorry, ich mag nur wirklich kurz schauen, wie der heißt. Boah, geil. Benji. Ah, das ist der Benji, als ob. Okay. Macht natürlich auch Sinn, dass er so schnell ist. Und dass er sich so gut lenkt. So. Ja, einer ist da gerade aus dem Weg geschwungen, geht der San Andreas, das ist ja perfekt. Die sind nicht dem Auto aus dem Weg geschwungen, die sind einfach immer dem Auto unter die hier runtergeschwungen. Das... alles nicht so schlau von denen. Achso, am Bahnsteig. Ja. Fahren mit dem Auto hoch. Das wäre cool. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Boah, doch, da könnte es sogar sein. Als ob. Geil. Schafft es das Auto? Ah, schade. Ja, dann machen wir es halt oldschool. So. Wir machen so mit Pistole. Das ist mehr Hitman-Style. Oh,
Oh, schade, müssen wir jetzt wahrscheinlich mit Ding fahren. Scheiße. Kackzüge. Okay, ich warte noch, bis er einsteigt, dann. Perfekt. Ja, zieh ihn doch raus. Ey, wenn es jetzt verbuggt ist. Ach, okay, ich dachte schon. Jetzt geht's auch plötzlich. So, wieder der Benji. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. So, dann rufen wir nochmal Forsten an. Oder nee, Dimitri ist es. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. So, ja, das ist jetzt nicht so gut. Wir anscheinend irgendwie jemanden von Kenny Patrick umgebracht. Sagt mir jetzt nichts, aber anscheinend ist das jemand, der viel Macht hat. So, dann fahren wir mal dahin. Ich hoffe, auf dem Weg kommt mir irgendein Hotdog-Stand oder so vorbei, damit wir das Leben wieder auffinden können. Weil jetzt mal speichern zu fahren, habe ich nicht so viel Lust drauf. Aber hier müssen eigentlich relativ viel verteilt sein, hier in Liberty City. Junge. Oh Gott, boah, da hatte ich gerade echt Schiss, dass ich die schon wieder ramme. Ist das schon mal passiert, das ist immer scheiße. Ah, oh, okay, Roman? Ah, auch noch eine Mission von Roman. Ah, okay. Okay, Roman will uns jemanden vorstellen. Wahrscheinlich wieder irgendeine Frau oder so von ihm. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen das Speed vom Benji austesten. Auf jeden Fall nicht ohne. Und vor allem er fährt sich geil, das ist das Wichtigste. So, hier ist jetzt, was ist das Wort, das ist die Spaßbremse. Ja, das war ein richtig beschissenes Wortspiel. So. Aber ich finde auch, also irgendwie läuft das Spiel auch gerade ganz schön flüssig. Normalerweise droppt das ziemlich die FPS und so. Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay, Roman ruft nochmal an. Ja, okay, warum nicht? Dann machen wir ein bisschen, also kein Date, aber mein Treffen. So, das brauchen wir am Ende auch für die 100%, also. So, achso, mit Enter, war mein Fehler. So, außerdem bekommen wir, oh, shit. Hoffentlich schaffen wir das mit der Pistole in der Stunde. Das ist Batman, oder? Ja, scheiße. Ich hoffe, das schaffen wir in der Stunde, weil ich finde, das ist, glaube ich, wichtiger. Russian type, my youth. Yeah. That's everything. Disrespect. Yo, road boy, let me tell you something right now. But come and drink milk, road boy. We never come up for court in a car. Right. Whatever you say. Yo, road boy, let me tell you something. You see, if fish could keep their mouth closed, them wouldn't get caught, road boy. Exactly. Tell you what, let's go hit those Russian fuckers right now. You know what, road boy? Come and go deal with them boy there right now. Okay, wir sind hier anscheinend der Root Boy. Ich finde es echt witzig, wie der redet, Alter. So, ich hoffe, wir schaffen das jetzt schnell genug noch. Ich glaube so. Oh, Junge, geh doch nicht vor das Auto. Root Boy, Mann. Magwan. Was ist eigentlich das für Begriffe? Also, Root Boy kann man ja noch verstehen, aber Wagwan. Afrikanisch oder was? Ja,
Marshall boy and Mecca and I, Bex Rasta, them come from corner team coming on the city. And all of this are fucking road boy. Why my operation to run right? I don't want no Russian boy come tell me what to do, you see? Sure, Batman. Some Russians been up in my face as well. My youth, listen, you're righteous youth, my youth. Jacob tell me about you a long time. You're righteous youth, my youth. You sound like a Rasta man. Where is Jacob? Why you him a big thing right now, you know, see? Catch up with him girl and thing. You know that you love him girl and thing, you know? Yeah. The youth are grind, my youth. Come on out. Yo, road boy, this are the place. So then, shut me the mouth. Boah, das sind jetzt aber ganz schön viele. Wir stacken hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Beste, wie wir einfach durch die Motorhaube schießen können. Oh fuck. Nee, nicht mit der Shotgun. Perfekt. Righteous youth, my youth. Them Russian boy cause me no more botheration, road boy. Respect you. Don't worry about it, man. Yo, road boy, I catch you around and thing, man. One love, Rasta. So, perfekt. Dann haben wir auch hier am Batman geholfen. Ich sag immer Batman mit T irgendwie. Dann es tut mir echt leid. Oh, jetzt ist die Tür weg. So abgehindert von dir. Okay, ich glaube, wir schaffen das noch mit der einen Stunde. Alter. Ich fahr auch echt wie ein Behinderter. No offense. Warum sind jetzt die Reifen kaputt? Naja, ist ja nur einer. Fährt sich noch ganz okay eigentlich. So, hoffentlich ist Roman allein unterwegs, weil mehr passt hier nicht ins Auto. So, hier kommen schon auch die berüchtigten Frame Drops, von denen ich vorhin geredet habe. Aber es geht ja noch. So, dann schaffen wir es auch mal mit Roman, dann ist alles perfekt. Dass wir gar keinen Schaden bekommen haben bei der Schießerei gerade, das ist schon ziemlich krass. Aber Schießen in GTA 4 macht doch viel mehr Bock als in GTA 5 und so, einfach wegen der guten Physics und so. Ich verstehe echt nicht, warum Rockstar die aus dem Bier GTA 5 rausgenommen hat. Ich finde, das ist so eine der geilsten Sachen in GTA 4, neben der Story und so halt. So, perfekt. Ja, dann machen wir schon doch ein bisschen zu spät. Before you arrived in Liberty City, things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us here, but together, we are doing all right. America is an opportunity for a new beginning. You were in need of one. There's no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean. Just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like ripe, round American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money. Chances to get college girls into bed. Chance de postanesh, Sorunya. I heard that. I haven't forgotten our language completely. Okay. Dann hier ins Kino, das ist glaube ich, oder? So this is where he hangs out and is not shooting innocent men in their stomachs. Ah, das ist der Club hier mit Forsten. Soll ich das nicht erkannt habe. Theater. Okay. Okay. Constantly asked, Kleinman,
When did you discover you were magic? Have you ever used your powers for good? Like making cancer patients or nuclear warheads disappear? One man even asked me, can you make my masculinity disappear? But I am here to entertain you, not your bi-curious fantasies. I will now make my assistant float! I will defeat gravity! I will be the master of Isaac Newton! Now, arise! Yes, sir. I can make this guilty woman fall under my dominion. Oh, arise, yes. Eat shit. Oh, Laurel, Laurel. Scheiße. Don't worry, everybody. She's probably only paraplegic. Ja, nur querschnittsgelähmt, Alter. Perfekt. Wow, okay, der viel Zeit, Mann. Okay, das war's dann anscheinend auch mit der Show. Okay, ich glaube, wir gehen dann erstmal nach Hause. Das, falls euch das mit dem Kino hier, also wenn ihr lieber Story müsst und so seht, das tut mir jetzt leid, wirklich. Aber ich meine, der Part wird eh ziemlich lang, gehe ich mal von aus, vor allem mit den 100%, der wird wahrscheinlich locker über 100 Parts gehen. Und ich finde, da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit für solche Sachen lassen. Und irgendwie Radio abstellen? Also, ich kann es ja verstehen, manchmal ist es ja ganz geil, aber ich finde, oft stört es auch einfach nur. So, okay. Seit wann nennt er uns eigentlich NB, also Nico Bellic? Normalerweise sagt er einfach nur Nico und jetzt plötzlich NB immer. Oder kommt es mir einfach nur so vor? Aber wahrscheinlich. So, warte, dann fahren wir jetzt mal unseren Benji hier in... hier vorne in unseren Parkplatz, damit der hoffentlich repariert wird. Und dann speichern wir nochmal. So. Perfekt. Nicht. So. Bisschen so weit vorne wie möglich, damit hier noch ein zweiter parken kann. Also ich noch ein zweites Auto hinparken kann. Ja, das machen wir auch direkt. Come on, Hardman, get
haben wir ein bisschen Auswahl nächste Folge. Junge, plötzlich richtig viele von. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, doch 4 waren es, glaube ich. Davon ist noch einer weggefahren. Irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass hier jetzt plötzlich so viele von den allen Autos kommen, die ich habe. So, und dann. Ja, mal schauen. Da machst du es, glaube ich, auch erstmal für die Folge. Thank you, cousin. That could be very useful in this city. Ah, hier, Driving Mr. Bellick. Ja, das hier, das hier meine ich mit der Spezialfähigkeit. Wenn man mit dem Freund nämlich was macht, dann bekommt man eine Spezialfähigkeit auch. Also eine Belohnung, wenn man eine Aktivität mit dem macht. Das ist eigentlich echt ganz nützlich. Also das mit dem Taxi. Ich weiß nicht, ob man ein normales Taxi auch rufen kann. Wenn nicht, dann ist es sogar wirklich relativ nützlich. So, dann nehmen wir zweiter Speicher. So, dann war es doch erstmal für die Folge heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.